Hallo, liebe Sandrock-Fans, hier sind wir wieder bei My Time at Sandrock und wir fangen gleich mal an mit ein paar Neuigkeiten. Es gibt Patch Notes, es gibt eine neue Roadmap für das Spiel. Das ist heute rausgekommen. Neben einigen Bugfixes, die heute auch in das Spiel eingebaut wurden, gibt es auch diese Roadmap. Und hier werden einige wichtige Dinge nochmal bekannt gegeben. Man hat das Spiel natürlich jetzt im laufenden Fortschritt nochmal ein paar Sachen ändern müssen und auch die Roadmaps. Und so, als nächstes wird also Ende September, Anfang Oktober nochmal ein Update kommen, in dem die Ställe für die Pferde eingebaut werden. Das gab es bisher noch nicht, sollte eigentlich schon längst kommen. Und noch ein paar Hotfixes, also man wird weiter fleißig dran arbeiten, das Spiel stabil zu halten. Also allein was an den Fehlern ausgebügelt worden ist, da kann man schon sehen, zum Beispiel wird jetzt auch, wurde Justice das Pferd, glaube ich, jetzt zeitweise wieder weggenommen, weil er ein bisschen sich komisch damit verhält und ein paar andere Fehler wurden schon ausgebügelt, die es jetzt mit den neuen Gegenständen, Bäumen und was auch immer jetzt so für Probleme gab, ausgefixt. Und dann geht es weiter mit der Roadmap, da wird man Ende Oktober, Anfang November, je nachdem wie man durchkommt und wie natürlich Corona in China weitergeht, noch zusätzliche Dinge einbauen, zum Beispiel das Tiersystem wird eigentlich eingebaut. Also neues Pet-System, das soll anders sein, das ist von Porsche, ja, das Vorgängerspiel hier, das kenne ich jetzt allerdings nicht, vielleicht wer sich damit auskennt, dem wird das vielleicht was sagen. Auf der anderen Seite, wenn es komplett anders ist als das, nützt mir dieses Wissen dann letztendlich dann auch nichts. Auf jeden Fall wird man so ein Tiersystem einführen, was immer das dann letztendlich bedeutet, kann man noch nicht so sagen. Dann wird es eine neue Hausoption geben mit Workshop, Customization. Es wird auch Presets geben, also für Leute, die nicht die Zeit haben und die Geduld, das komplette Workshop, das Haus und alles umzubauen per Hand, Stück für Stück. Für die gibt es auch fertige, vorgefertigte Häuser und Einrichtungen. Es wird auch zusätzliche neue Möbel geben, was weiß ich alles. Also allein den Housing, Customizing, Part wird man wohl ziemlich ausbauen und vorgefertigte Häuser, ja, warum auch nicht? Nicht jeder hat Zeit und Geduld. Es ist manchmal auch ein bisschen frickelig mit der Steuerung, da das richtige Verhältnis zu finden oder was an einem Haus gefällt und nicht. Dann kann man auch auf Mails demnächst antworten, wie immer das funktionieren soll. Es wird neue Interaktionen geben, zum Beispiel umarmen und küssen. Oh je, okay. Ja, also wie gesagt, Functional Furniture, also die Möbel werden auch Funktionen dann haben, außer, dass man jetzt was draufstellen kann, wie immer das dann aussehen soll. Vielleicht gibt es Massagesessel, ich weiß nicht. Neuen Sand Running Suit, neue Fische werden eingebaut, das Wissenssystem wird nochmal geändert, ein bisschen ausgebaut und dann kommt nochmal, wahrscheinlich eher Anfang Dezember, würde ich mal sagen, nach dem bisschen Tempo, dann geht auch die Main-Story weiter. Also in diesem Updates für Oktober, November werden keine Updates reinkommen, was die Story angeht. Das soll wohl jetzt erstmal reichen, was man da bekommen hat an Nebenstory, Hauptstory. Aber ab Dezember geht es dann auch mit der Hauptstory wieder weiter. Gibt neue Dungeons, drei große und einen Mining-Dungeon, wo man hauptsächlich dann eben nur Rohstoffe finden kann. Die Story von Feng wird wohl bearbeitet und man kann mit ihm dann sogar eine Romanze anfangen, wer immer das will. Vielleicht, ne, wenn der Rabe immer dabei ist, auch beim Knutschen, ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Dann kommen noch mal mehr NPC-Romance-Stories dabei, wofür immer man jetzt die braucht, weil wenn ich jetzt mit allen NPCs, also die normales nicht zu den Romance-Zeilen gehören, auch noch was anfange, ich habe ja schon mit meinen jetzigen Mädels zum Beispiel schon Probleme und kann mich nicht entscheiden. So, ja, dann gibt es neue Fische, die noch eingebaut werden, neue Sandfish-Trap, also für die höherstufigen Fische, da wird also mehr Tierstufen geben bei den Fischen, was immer das dann danach erbringt. Neue Rezepte, vielleicht neue Boosts. Dann Facelifting Function, also für die, die schon älter geworden sind, kann man sich das Gesicht liften lassen. Da wird man wahrscheinlich auch noch neue kosmetische Sachen einführen. Was ich das Spannendste für mich jetzt finde, ist das Wetter. Endlich gibt es Regen und Schnee. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, weil Regen gab es ja bisher absolut gar nicht. Im Winter, klar, da hat man ein bisschen Schnee liegen sehen, aber es fiel ja nie was vom Himmel wirklich. Das könnte auch mal interessant werden, wenn es das ähnlich auswirkt wie die Sandstürme, dass es auch Einfluss auf unsere Werkstatt hat und wie wir rumlaufen können und auf die NPCs. Das könnte echt cool werden, also ich mag so Wettereffekte. Und dann gibt es nochmal neue Relikte und so weiter, also da kommt noch einiges auf uns zu, was diese Roadmap angeht. Da bin ich mal gespannt, ob die das auch schaffen, ich hoffe es. Ja, da könnt ihr euch alles auf Steam oder auf dem Discord-Server auch durchlesen, auch was es an Bugfixes gibt, das ist eine Riesenlatte, aber ich finde es gut, dass man im Spiel so viel weiterarbeitet. Und wenn man bedenkt, dass es jetzt eigentlich ja immer noch Early Access ist und noch nicht mal fertig, Halleluja, also für die nächsten Jahre hat man da einiges zu spielen und zu tun.
Das ist wirklich eines umfangreichen Early Access Spiele, die ich bisher hatte, muss ich echt mal sagen. Ich habe jetzt, wie viele Folge haben wir jetzt? 108, 109? Habe ich schon einiges vorproduziert. Also, das ist schon Wahnsinn. Also, machen wir jetzt mal weiter mit dem Spiel und mit Fred und einem Kamel. Viel Spaß. Hallo, liebe Sandrock-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hier bei Mein Time at Sandrock. So, Fred ist jetzt nicht unter die Fetischisten gegangen. Er hat immer noch seinen Schutzanzug an. Das wollen wir direkt mal ändern. Ich muss die ihm jetzt alles ändern per Hand? Oh, ich habe jetzt eine neue Rettungsteam-Tarnjacke bekommen. Die bringt mir was? 98 Verteidigungspunkte, ein Ausdauer und erhöht die Lebenspunkte um 3,5%. Oh, wie sieht die denn aus? Okay. Ein paar Hosen. Wir haben nur ein paar Schuhe, sorry. Unser Hütchen. Das ist alles gleich geblieben. Da sieht aber jetzt, was hat der denn da jetzt für einen Schlauch und alles? Eine Taucherflasche dabei? Sieht interessant aus. Ja, das ist eigentlich. Ja. Jetzt halbe Tauchausrüstung. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ein bisschen wie ein Borg. Okay. So, jetzt haben wir unseren letzten Ausflug hier überstanden. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Und, jetzt nochmal gucken. Rettungsteam Tarnjacke. Offiziell aussehende Weste mit Tarndesign wie Rettungsansätze in Minen. Sie ist mit einer Sauerstoffflasche und anderen Spezialausrüstungen ausgestattet. Aha. Okay, wofür immer man das dann braucht. So, wir haben hier einige neue Sachen noch gefunden. Da müssen wir auch nochmal gucken, was das alles ist. So, manches haben wir jetzt hier gar nicht gebraucht von den ganzen Essenszeug und so. Obwohl ein paar Sachen, um mich zu verstärken und zu heilen, die habe ich jetzt schon eingesetzt gehabt. Na gut, aber wir haben auf zumindest geschafft, dieses geheimnisvolle Schiff da hinten, von hier kann man es eigentlich sehen, zu erforschen. So, jetzt mal gespannt, was hier... Oh, Sig hat schon gearbeitet. Hallo Fred, wir haben ein paar Ergebnisse. Komm zur Feuchtigkeitsfarm, wenn es dir passt. Wie immer, er ist unglaublich viel am Reden. PS, wenn ich sage, dass es, wann es dir passt, meine ich, dass du kommen sollst, sobald du diesen Brief siehst. Ach so, warum sagt er das denn nicht gleich? Okay. Auf geht's, Zacko Blümchen. Unsere neuen Weste. Ist jetzt ein bisschen eng oben, habe ich zugenommen. Gut. Wir können, nehmen wir mal den Jagdmann Express. Dass wir da oben hingeritten sind. Kommt mit dem Kopf hier nicht an. Aua. So. Ja Gott. So. Einmal Feuchtigkeitsfarm, bitte. Dankeschön. So, das Kamel ist mit der Luftpost gekommen. Sehr schön. Ja, da ist er ja. Kann ich jetzt schon mit ihm schwätzen? Oder ist er drin? Die Kirche des Lichts betreibt den größten Teil der botanischen Forschung auf der Welt. Aber da der größte Teil der Welt in einer Wüste nicht existiert, hat sie keinen Anreiz, uns im Kampf gegen den Sand zu helfen. Es liegt an uns, uns selbst zu helfen. Amen. See you around. Okay, dann müssen wir wohl da rein. Feuchtigkeitsfarm. Mal sehen. Director Chi, why are you here? Director Chi, warum bist du hier? Warum hat er seine Krawatte nicht richtig gebunden? Warum ich hier bin? Sig stand vor diesem sehr, sehr spannenden Problem. Und ich konnte nicht zulassen, dass mein lieber alter Kumpel die Früchte der Arbeit an sich reißt. Also, Chi ging das Essen aus, also kam auf den Hof, während ich die Teile ablud. Danach, nun, wer ist immer noch hier? Klingt ein bisschen pragmatischer, okay? Nein. Du sagst Kartoffeln, ich sag Solanum Tuberosum. Kein Grund, sich mit dem unnützen Details aufzuhalten. Der Punkt ist, dass wir dein Problem gelöst haben, Bürgermeisterin. Vielleicht. Mein Problem? Wir? Yes, the certification isn't exactly a problem unique to Sandrock. They had the same problem back in the old world, where overpopulation and climate change destroyed much of the biocrust. They overcame it by regenerating the biocrust at an abbreviated rate. Ja, die Wüstenbildung ist kein Problem, da es sie nur in Sandrock gibt. Das gleiche Problem hatten sie auch in der alten Welt, wo Überbevölkerung und Klimawandel einen Großteil der Biokruste zerstört haben. Sie überwanden es, indem sie die Biokruste in einem verkürzten Tempo regenerierten. Er spricht über den Oberboden. Normalerweise dauert es Jahrzehnte oder länger, bis sich der Oberboden selbst unter den idealsten Bedingungen regeneriert.
Deshalb sind alle unsere Bodenexperimente bisher gescheitert, Shuri. Unser Boden konnte sich nicht schnell genug stabilisieren, bevor er vom Wind weggeblasen wurde. And that's where science comes in. This machine you guys found, it's fascinating. I don't know why it was an ant ship, but it grows a solution of green algae and cyanobacteria. Zeke triple-checked the liquid samples he scraped off the parts. Und da kommt die Wissenschaft ins Spiel. Diese Maschine, die ihr gefunden habt, ist faszinierend. Ich weiß nicht, warum sie in dem Schiff war, aber sie züchtet eine Lösung aus Grünalgen und Cyanobakterien. Zeke hat die Flüssigkeitsproben, die wir von den Teilen abgekratzt haben, dreifach überprüft. You pump some of that nutrient juice onto the sand and it'll grow a new biocrust before you can say geomorphological. Wenn man etwas von dem Nährstoffsaft in den Sand pumpt, wächst eine neue Biokruste, bevor man geomorphologisch sagen kann. How can you be so sure? How do you even know that this machine made this algae soup? Wie kannst du so sicher sein? Woher weißt du überhaupt, dass diese Maschine diese Algensuppe gemacht hat? I'm impressed you're following. I read about it in Zeke's book. There are pictures. It all matches. Ich bin beeindruckt, dass du mir folgst. Ich habe in Zeke's Buch darüber gelesen. Es gibt Bilder. Es passt alles. Ich kannte diese Maschine und auch die Art der Methode, aber ich kannte weder die Formel noch die Logik dahinter. Also konnte ich nur faktenbasierte Vermutungen anstellen, die nicht wirklich funktionieren. Ich hätte ja irgendwann mal so ein Buch aus der alten Welt gefunden. And before anyone thanks us, we have already designed a diagram for this hydroponic incubator that will function similarly. Maybe. Und bevor sich jemand bei uns bedankt, haben wir bereits eine Bauanleitung für diesen Hydroponik-Inkubator entworfen, der ähnlich funktionieren wird. Vielleicht. Huh? Du bist dir also nicht sicher? Hä? Wird übersetzt, denn du bist dir also nicht sicher. Okay, kann man auch machen. Trudy, this might be our best shot. Frankly, if this doesn't work, we might as well give up. The desert wins. We've just about tried everything. Trudy, das könnte unsere beste Chance sein. Ehrlich gesagt, wenn das nicht klappt, können wir genauso gut aufgeben. Die Wüste gewinnt. Wir haben schon so ziemlich alles versucht. Let's do it. Tun wir es. Wir haben nichts zu verlieren. Handwerker, hiermit erteile ich euch offiziell den Auftrag, uns beim Bau von zwei Hydroponik-Inkubatoren zu helfen. Inkubatoren, jawohl. Machen wir ganz... Kein Problem. Das ist aufregend. Okay. Darf ich das nochmal fragen? Warte, ich habe den Teil mit der Biokruste nicht verstanden. Oh, lass mich das im Detail erklären. Ich lese es direkt aus dem Buch vor. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Die Biokruste ist eine Art Schutzhaut, die die Bodenoberfläche in vielen Ökosystemen auf der ganzen Welt bedeckt, darum heiße, kalte und trockene Umgebung. Sie besteht aus einer Mischung aus Cyanobakterien, eukaryotischen Algen, Flechten, Moosen und... Das bedeutet, dass wir, sobald wir eine Biokruste haben, Pflanzen anpflanzen können, die den Sand schließlich wieder in Mutterboden verwandeln können. Wir können die Wüste wieder grün machen. Ach so, das verstehe ich. Ich zähle auf euch beide. Wenn ihr mit der Maschine fertig seid, helft uns, sie auf der Feuchtigkeitsfarm zu installieren. Okay. Hey, you're building here? I'm building here. How it's going? Kymian? Sandrock ist ein bisschen rau, aber wenn ich einen harten Tag habe, kühlt mich der Sonnenuntergang in der Wüste ab. Warum ist jemand da einsam rumlaufen? Puh, das war jetzt sehr interessant. So, okay, jetzt müssen wir also wieder was Neues bauen. Was ist es dieses Mal? Bahnbrechende neue Schmiere. Das ist eine interessante Formulierung. Bahnbrechende neue Schmiere. Laut Zeke können die aus dem Wackelbogen der Maschine für den Anbau und Sanddruck nützlich sein. Ein Hydroponik-Inkubator. Verwende den Bauer von Chi und den zu bauen. Dafür kriegen wir 3200 Golds, 20 Beziehungen, 2100 Experience und 60 Ruf der Werkstatt. Das Ding sieht kompliziert aus. Qualität perfekt muss die auch haben. Okay. Die Algenzucht und Pflanzen haben ein bisschen nicht für Möglichkeiten und Weise zu helfen. Das Ding können wir also auch ins Museum stellen, wenn wir da zu viel von haben. Okay, wir machen 3, 4, ist ja klar. Puh.
Haben wir hier noch irgendwas Neues gelernt? Bitterbohne. Diese Bohnen sind extrem bitter und werden nur in wenigen von wenigen Menschen gegessen, aber sie schmecken sehr gut, wenn man sie in ein Gericht mit anderen Zutaten gibt. Aha. Ja, die brauchen wir für bestimmte Heilpflanzen. Karagana. Andere Bäume gibt es nicht. So, Monster haben wir jetzt alles hier. Hier gibt es immer noch ein paar, die ich nicht kenne. Bestrafter Tripion. Wer hätte den denn bestraft? Also ich weiß nicht. Das ist dann eher so ein Bossgegner. Der bestrafte Tripion ist eine anschüchternde Kreatur, den keinen Konflikt scheut. Wenn du ihn in der Welt siehst, solltest du dich ihm nicht nähern. Von seinem Orden verraten, versucht dieser Tripion, der einst ein normaler Soldat war, nun ein endloses Schlachtfeld in der Wüste zu schaffen. Das war dieser mit der Augenklappe. Er hat zwei riesige Klauen an einem dreizackigen Schwanz, einen furchtbaren Blitz aussendet. Wieso ein Soldat? Okay. Gibt es da eine Geschichte dahinter? Okay, Boxerschwein. Also kann sein, dass das alles ursprünglich mal hier komplett aus dem Schiffswrack stammt. Sehr interessant. Sehr interessant. Na komm, wir kaufen noch zwei Kartoffeln für unser Jagdmel. So. Puh. Da bin ich jetzt mal gespannt. Du müsst mal in die Kamelwaschanlage, du riechst komisch. Ups. Deine Spuren im Sand, die von mir an ich fand. Wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Nee. Sie hat sich davon teleportiert. Also. Mir ist unheimlich. Ist hier irgendwas noch sonst? Ne, guck mal. Mian ist schon wieder am Spielezentrum. Wie hast du das denn so schnell geschafft? Uff. Flank. Auf geht's! Yes, das machen wir wieder schlecht. Tschüss! Boah. So. Abenteurer. Was habe ich in Ziviltruppen, Schutzjacken, Hosen, Dings? Warte mal, ich guck mal in Zivilschutztruppenladen. Zivilschutztruppenladen? Ich gucke schon mal nach, ob es da auch eine passende Hose zu diesem Outfit hier gibt. Oh, hallo Justice. Ich habe auch ein Reittier. Edge. Und ich kann höher springen als du. Oh, jetzt schon wieder. Hey, hier kommt ein Schafschütz. Hör mal, glaubst du, du könntest bronzenes Großschwein in deiner Werkstatt zubereiten? Ich danke dir. Jetzt. Bestelltest du bei Hugo? Also, was will der denn jetzt noch alles von mir hier? Den gerade so sündhaft teure Arzneimittel gegeben. So, was ist hier mit diesem Brett? Kann man nichts mit machen. Die sind vollgestapelt mit alten Verlackten. Der Fall des verschollenen Jagdmeldes, der Fall des verlorenen Teddys, der Fall des umgestürzten Wagens, der Fall des verschollenen Wassers. Viele aufregende Dinge, die hier passiert sind. Komisch, das funktioniert nicht. Oh. Was machst du denn hier, Captain? Ach, guck mal an. Die gehen hier auch da rein. Mikrochips. Oh, das war teuer. Ja, komm. Wir geben das einmal aus. Bin gespannt. Ob die Ziviltruppe mir da ein bisschen hilft dann, ne? Wenn ich so Sachen dann auch. Machst du denn da wieder? Ja. So. Herbstentdeckerhose. Niedliche Wüstenverteidigerhose. Das klingt niedlich, will mir jetzt nicht sein. Aha, das ist so eine Rettungsteamjacke. So ein Ding haben wir jetzt ja auch. Hier gibt es eine Rettungsteam-Hose. Brauchen wir aber 250 Token. So viel haben wir nicht. Okay.
fängt denn das an mit diesem Rettungsteam? Das ist wieder was anderes. Herbstentdecker. Rettungsteam Weste, Jacke, Rettungsteam Hose, Rettungsteam Kappe gibt es auch. Gibt es Verteidigung, Ausdauer und Lebenspunkte. Dann gibt es noch ein Rettungsteam Hut. Rettungsteam Stiefel. Plus 8 Ausdauer, plus 18 Glück und erhöht die maximalen Lebenspunkte. Okay. Hier gibt es noch eine zweite Seite. Ach du Scheiße, hier habe ich noch gar nicht gesehen. Stunt Rider Desert Warrior Boots. Ach du heiliger Strohsack. Stunt Rider, was ist das? Das ist cool. Desert Warrior Visor. Das wird immer ausgeflippt hier. Und ich habe nur 40 Tokens. Uff. Okay. Schade, dass das hier noch nicht funktioniert. Okay, das kommt vielleicht noch mit diesen Aufgaben. Da gibt es auch eine Quest zu. Hm. Einmal drehen. So. Hm. Denkt schon wieder Justice Room. Was wollt ihr denn? Bronzes Großschwert? Hey, der Strohsack. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir mit diesem neuen Ding machen können, was wir jetzt da haben. So, dann machen wir erstmal das hier fertig. Noodles, Doodles. Okay, wir müssen mit dir nochmal. Wir waren jetzt anscheinend den ganzen Tag weg. Ja, genau. Wir haben ja auch gepennt. Jawohl! Und geht's dir gut, Kleiner? 47 Energie? Okay, warum? Haben wir alle Kartoffeln aufgefressen? Du bist aber auch verfressen. Ein Kleiner. Das Spiel ein bisschen mit Blümchen, genau. So. Wir haben ihn hier vergrößert. Aha, das müssen wir auch nochmal alles umbauen. So, was haben wir denn hier? Das ist ausgewachsen. Das wächst noch. Wir müssen mal ein bisschen umbauen, weniger kriegerisch werden. So, warte mal. Hier haben wir unser Pflanzset. So. Die Kartomaten können wir ernten, ne? Die sind reif, genau. So, haben wir 6 Kartoffeln, 5 Tomaten, okay. Jute Melone, da braucht noch ein bisschen. Und hier haben wir die Sandlauchsamen, der ist auch reif. So. Oh, das kommt gleich. Okay. Das braucht auch nicht mehr so lang. Und die Himbeeren brauchen noch ein bisschen. Na gut. Ist ja dieser Baum mal fertig mit diesen Kastanien? Ist ja der Wahnsinn. Ups, da ist es. So, die Kartomaten sind auch reif. Nochmal 6 Kartoffeln und Kartomaten-Samen haben wir auch bekommen. Sehr schön. Und die können wir auch ernten. Nochmal 5 Kartoffeln. So. Jetzt leben wir nur noch von Kartoffeln. Ist ja... Okay. Jetzt immer Blümchen da wieder macht. Nee. Sieht sehr merkwürdig aus. Warte mal, das müssen wir andersrum machen. So. Das Ding hier. Der freie Kamerabonus ist auch kompliziert. Huiye. Okay, das geht auch. Mann, nee, also das ist schon ein bisschen zu kompliziert gemacht wieder.
Hui, okay, Blümchen, kletter ruhig weiter rum. Yes, das mache ich ja. So, hier brauchen wir nochmal Bronzeplatten, ne? Genau. Wir brauchen Bronze, ich brauche Kupfer. Chromerz habe ich noch nicht, okay. Mir ein bisschen was recycelt eigentlich. Kupferbarren habe ich. Gießsteine. Ah, da brauchen wir Kupfer. Hier habe ich auch noch was. Ah ja, hier haben wir noch mal Blutsteine gekriegt. Das hatte ich auch noch mal angeschmissen. So, dann sortieren wir den ganzen Krempel mal weg. Dann haben wir hier diese ganzen Bücher. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das ganze Essenszeug. Jetzt habe ich 2 Schutzanzüge. Was soll ich mit denen jetzt? Okay, vielleicht brauchen wir die nochmal, wenn wir wieder zurückgehen in dieses Ding. Kann ja durchaus sein. Dörrfleisch. Ja. Und hier haben wir noch dieses Captain's Lock. So, das. Ich denke, ich will es jetzt das da reintun. Grace verlangt noch was. Wie viel Zeit haben wir dafür? Ist egal, ne? Okay. So, Captain's Lock. Das sollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Spring 5th Common Era 279. Well, let's get started. Lock in, wait. Oh, here it is it. Oh, it's already transcribing. We've just left port, shipping supplies, another batch of blue algae to Giggle Corps under Lab 7. Wo immer dieses Labor 7 ist. Everything's fine. Got some new recruits for the strip. Kath is dealing with it real good. She'll make a great captain someday soon. Er wird irgendwann ebenfalls ein guter Kapitän sein. Vielleicht der zweite Offizier oder der erste. What else? Oh yeah, there's talk that the Commonwealth and the Republic are gonna come to blows over the proliferation of living AI usage in the military or something like that. Who knows? Mhm. I kinda like using living AIs. Also, ja, echt lebendige künstliche Intelligenz. Unlike people, they always respect you. But what do I know? I'm just a sailor. I just hope all of this blows over quickly. There hasn't been a real war in over 100 years. Let's not break that streak now. Also irgendwas hat das auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. So ein paar Tage später. It started this morning. I don't know. I think I'll keep talk to you to keep my wits about me. Where we just a few more nautical leagues away from Lab 7. When it happened, the instrument suddenly went crazy and we felt several strong impacts around the ship. Oh, so it did come to blows. We are still trying to figure out what had transpired. Whatever happened, happened fast. We figured antimatter and graviton weapons as some alien attacked us. Whatever the case, the ocean floor rose and now our ship's on the surface. All communications down. There are lots of interferences out there. What the hell? What the hell? Who the heck ordered this? This is insanity. I am keeping the crew motivated, but it's hard to do when the world's gone to hell. Spring the tents. Wieder was weiter. Still no communication from HQ or Lab 7. We don't know if the war is local or global. We don't know. We don't know. A lot of things. The sky is getting darker. Oh, we observed some lights in the distance, probably other survivors. Cass decided to lead a group of crew to check out the closest city, see if we can meet up with some. Pretty much everyone volunteered to go, but she only took 20. I had the rest inventory our supplies. We have enough to last us half a year, maybe a full year if we ration. Also sie haben für ein Jahr noch Rationen maximal. I'm just sitting here all day staring at the comm, hoping to gather some any info. What happened? When I drift off, I dreamt of Liz and our boys. I wish they're with me right now. Sniff. You don't need to record this part. It's been 5 days since Cass' team set off. We haven't received a single word back. More crew left, some in groups, some on their own. Mm-hmm. I told them all to stay and wait. Someone will come looking for us. Someone has to be looking. But they didn't listen. Now there are only 3 of us on the ship.
At least that's what the computer says. I haven't seen anyone else since a couple days ago. I received one message on the comm this morning. It was an emergency broadcast from 40 leagues away. I almost went at that moment. But I fear only death awaits outside. The sky is pitch black now, and the temperature's dropping fast. I don't know what to do. Summon third. The computer says I'm the only one on the ship now. I checked to be sure, calling out everyone's name as I went around the corridors. The only company I have for now are the AIs working on the ship. Also es ist alleine mit der künstlichen Intelligenz des Schiffes, the only company here. Most of them aren't that smart. The only one capable of any conversation is the caretaker AI. It told me today that it feels uncomfortable because it hasn't since with its all sources since that day. Imagine that, tell me about it. Now that I'm the only one on the ship, the food supply will last me over 50 years. If they are still good by then. Maybe the sun will be out by that time. Yeah, gosh, I wish I could see the sun right now. I've been watching a lot of entertainment with since I have nothing else to do. I also watched Wits of Liz when she was healthy and... it's tough. I don't know why I'm still making this. This is sad. Winter. It's the last day of this terrible year. I suppose I should say something. I've been alone since summer. No one's come to the ship. Several times I've packed and was standing by the departure door, but I couldn't do it. Liz's last words always held me back. She told me to live until I'm old, for the both of us. Now I've settled into a routine. Get up at 7, have some coffee, which doesn't taste as great as I used to. Check the plans in the hydroponic room. Die funktioniert nur noch. Eat lunch and talk with Pauly the caretaker, who tells some magnificent jokes. Read books or watch Wits. Exercise, eat dinner, read more books and send out radio messages. They go to sleep at 22 sharp. Sometimes I break that schedule. I just stare outside the window of hours on end. Pauly told me I didn't even know I was doing that. I just feel numb about the whole thing. Anyway, Happy New Year! The next year really can't be worse than this one. 10 Jahre später. Oh, hello. Is it still working? Oh, good. Der diktiert das ja alles anscheinend. It's been 10 years since the day the world went to hell. I'm pretty confident in saying that since it sure ain't getting any better. It's a deep winter out there, blizzard conditions all the time, and very, very dark. I feel like I'm the last human left, the emptiness of it all. The years went by in a blur. I don't know what I've been doing for the last 10 years. I try to keep myself busy fixing the ship, maintaining the AIs. I haven't went outside once in a while, but it's so hard to keep my promise, Lizzie. I'm so lonely. Nochmal eine Zeit später, das Jahr 300, im Sommer. I just want to check it here for a bit. The last time I came into this room was 2-3 years ago. There's really no point coming in here as anyone. It's no like the ship going anywhere. I'm getting more and more introspective lately, probably because I'm getting old. I started to question some of the decisions I made in my life. What if selected space navigation instead of navigation back in school? What if settled with Liz in a humble hometown instead of chasing my captain dream? What I've went with Kath's team? I guess I'll never know. I've gotten used to being alone now. The emotional pain doesn't surface as much. Pauly and the others ease through me birthday party the other day, surprised the heck out of me, but I really enjoyed it. Asking if he ever had a girl AI he liked before, and he actually refused to answer the question. Ha! That's cheeky little bugger. Ja. Künstliche Intelligenz. One more serious note. The ship computer simulated that the weather outside would stay this way for a long time. Several hundred years, in fact. But you know what that means, right? There will be a day the sun will shine again. 7 Jahre später. I'm dying. I know because I have this cough that's getting worse. I figure this is my final turn and it's console logging in captain's log. Cough, cough. Pauly knows about it too. He's been way too nice to me lately. Cough. I don't know
how will it be when I am gone, and I'm sorry about that. It's been an honor to serve with him and all the other crew and RE on this ship. I will miss him. I think I also finally understood what Liz wanted of me. Sometimes with those Yukov belts and Graviton bombs. But if you don't give up, eventually you will find the joy and satisfaction that you're looking for. You just have to have patience and never stop looking. If anyone reads this future, good luck. I hope you enjoy the sun. Lizzie, here I come. I know you will be waiting for me at the gate. Signing off. Okay. Sie sind anscheinend mit ihrem Forschungsschiff unterwegs gewesen und wurden dann anscheinend von diesem Krieg erwischt, der praktisch das Meer, durch das sie gefahren sind, weggebrannt hat. Und vielleicht ist das, was wir hier jetzt hier als Tal sehen, ursprünglich mal ein Meeresboden gewesen. Ist durchaus möglich. Und dass aus diesem Schiff sind Überlebenden kommen. Vielleicht sind das die Vorfahren oder Vorvorfahren, wenn ein paar überlebt haben von den Menschen, die hier leben, wer weiß. Und ein paar von den Tieren, die sich hier entwickelt haben. Aus diesem Forschungsschiff. Wer weiß. Interessante Geschichte, die sie sich hier ausgedacht haben. Finde ich cool. Also, ja, warum nicht? Wer weiß, dass alles so manchmal passieren kann. Vielleicht sind wir auch nur alle ein Teil eines großen Experiments gewesen. So ein paar Millionen Jahren haben ein paar Außerirdische gesagt, oh oh, das ist schief gegangen. Und dann ging es los, Freunde. Naja, gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge hier weitergeht bei My Time in Sandrock. Und zumindest haben wir jetzt eine coole neue Jacke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.